Hallo, ich bin Rita Jaskoller von TA Consulting und Sie haben erneut auf mein Video geklickt und lesen sehr wahrscheinlich mein E-Book, mein erstes, kostenloses, kleines. Ich bin in dem Bereich des Sichtbarmachens und zwar ist es einfacher, wenn man Bilder hat und sieht, worüber man normalerweise nur spricht oder was man abstrakt im Kopf hält, dann Entscheidungen zu treffen. Mein Tipp ist für Sie, wenn Sie auf die Arena gehen und nach oben hinunter gucken, achten Sie beim Aufwärtssteigen an meine Bausteine, die ich in dem E-Book vorstelle. Ihre Gedanken, die Sie ab und zu benutzen, um sich über die Entscheidungen und die Alternativen, ja, ganz einfach Gedanken zu machen. Die 8 Komponenten, die dazugehören. Immer wieder eine Komponente mit reinziehen und gucken, was weiß ich darüber, was muss ich mir vorstellen, was könnte passieren, was sollte passieren. Sichtbar machen, so viel wie möglich an Informationen irgendwie zu Papier bringen, wie ich es hier zum Beispiel mache. Es hilft, die Dinge schneller zu verstehen. Die Entscheidung selber, natürlich, die wird irgendwann kommen in dem Bereich und danach als nächster Schritt nach oben auf die Arena an den Komponenten arbeiten. Sobald Sie die Entscheidung getroffen haben, müssen Sie sich um die Konsequenzen kümmern. Sie müssen an das Risiko denken oder auch an die Tauschgeschäfte. Auf was habe ich jetzt wirklich verzichtet? Was bekomme ich? Worauf muss ich mich fokussieren oder konzentrieren? Wenn Sie in die Vogelperspektive gehen, auf die Arena, an diesen Baustein hinaufsteigen, dann können Sie in den Bereich in der Mitte reinschauen, da wo Ihre Probleme sind, da wo sich das eine oder andere abspielt. Es sind verschiedene Szenen, die dort stattfinden, verschiedene Informationen, die Sie sich anschauen müssen und aufschreiben. Und manche interagieren und manche sind getrennt, sie sind einzeln. Das heißt, wenn Sie an einem von diesen Themen in der Arena darauf eingehen, daran arbeiten, dann können Sie nichts mehr verursachen, was gegenseitigen Einfluss bewirkt. Also alles, was einzeln ist, daran kann man arbeiten, ohne dass etwas Neues hinzukommt. Wenn Dinge verbunden sind, sollte man darauf achten, wenn man hier was reintut, kommt da was raus. Was ist es? Wen kann ich ansprechen? Wer kann es mit kontrollieren, dass nichts kaputt geht? Diese Vogelperspektive ist für mich ein Tipp, ganz einfach, um Sie aus dem Ärgerbereich in der Mitte herauszuheben, damit Sie emotionale Distanz haben, damit Sie wirklich ziemlich cool da oben stehen und runter gucken, sagen, aha, das ist passiert, das war und das war, das und das wird auf uns warten, davon können wir gar nicht ausgehen, aufschreiben, visualisieren und dann haben Sie einfach mehr die Möglichkeit, rationeller darüber nachzudenken. Und vor allen Dingen die Emotionen aus diesem ganzen Vorhaben, was da vor sich geht, rauszunehmen. Damit behalten Sie den kühlen Kopf und es fällt Ihnen einfach leichter, sich auf eine Entscheidung vorzubereiten und auch diese Entscheidung letztendlich mit mehreren im Team durchzuführen, weil man im Grunde genommen sachlich vorgeht und damit Zeit spart und vor allen Dingen Nerven. Ich hoffe, diese Art des Sichtbarmachens hat Ihnen geholfen. Ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören und ich sage erstmal Dankeschön.